Hallo Motorsportfreunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen zurück hier in Donington, wo die Sonne nicht scheint, zusammen mit den LPN05, mit den Lukas. Hallöchen. Und der Reihe von den Pixelhelden ist auch wieder mit dabei. Hallo. Hallo, wir bereiten uns gerade vor auf ein wunderschönes Rennen im Regen. Wir haben unsere Boxenstrategie festgelegt, nämlich wir haben keine. Die KI ist im Nassen schneller als ich im Trocknen. Das wird ein richtig geiles Rennen. Ich freue mich da schon tierisch drauf. Wir werden heute, glaube ich, ein bisschen so Drift-Action sehen. Nee, Quatsch. Wir werden auf jeden Fall jede Menge Spaß haben. Ich fahre jetzt nochmal raus. Okay. Nee. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also wir alle haben keine Zeit gesetzt. Wunderbar. Warm-up hat nicht geglückt. Ja, ich habe mich erstmal aufgewärmt. Habe ich erstmal gut gemacht. Oh, du, der Raoul und der Adrian Stack auf der 9, die haben bei mir kein abgeschaltetes Ich kann nicht reden Logo ganz rechts. Kann ich mit der KI jetzt reden? Ist das bei mir nur der Jeremy und der Sergej. Das ist neu, ja. Das okay. Ist neues Feature. Oh, es geht los. Oh, ich darf jetzt mal im Frühstart aufpassen. Ich nötige schon mal die Leute hier. Auf meinen Reifen steht nicht Michelin, sondern Maskulin. Kein Scheiß. Okay, Start versendet. Wir verlieren zusammen wie viele Runden? Viele. Oh, ich komm nicht rum, ich komm nicht rum, ich komm nicht rum, ich komm nicht rum. Ja, natürlich, dräng mich halt ab, du Arschgeige. Wer ist? Der BMW-Fahrer. Ich bin's nicht. Oh, leck mich am Arsch. Oh, hier ist das eine Rutschpartie. Schieb der! Die KI, die kennt nix, ne? Nee. Egal, ich hab voll Angriff. Also, die ruckeln auch, also die haben gar keine Mühe, da im Regen rumzukämpfen. Nö, nö. Die kämpfen ja auch nicht. Du, mich hat gerade ein Mustang auf der Wiese überholt. Aber dem Moment sind es sicherlich. Ja, fahr mir halt einfach in die Karre! Und im Kies, ich wurde angeschoben. Schön, danke. Ich bin nur noch 8er. 9er. Boah, 11er. Mich am Arsch, was haben die denn für eine Speed? Hi Tom, hinter dir. Ja, grüß dich. Du bist einfach in die Wiese geschoben, schön. Hinten einer drauf gekriegt, während der Anfall auf die Kurve beim Bremspunkt, schön. Vorsicht, da kommt Mustang aus dem Kiesbett. Ja, also eins ist schon mal sicher, wir werden auf jeden Fall nicht mehr so wie beim letzten Mal in Hockenheim vorausfahren. Das kannte ich auch im Hockenheim nicht, also ich habe damit kein Problem. Da war deine Box. Kennst du damit aus, ne? Ja, genau. Ich war diesmal nicht rein, und wenn die Karre bloß also im Haufen besteht, ist mir vollkommen egal. Oh, ich bin in. Pass auf, nicht, dass ich hier reinfahre, weil ich konnte gerade nicht mehr früher bremsen. Nö, nö, ich bleib einfach außen. Ich komme aber sowieso nicht mehr rein. Ach, gleich zwei, ne? Die Rechnung war so nicht. Einer ist okay, aber der BMW ist schön lackiert. Wuhuhuhu. Du bist aber schnell unterwegs hier. Ne, bist du gar nicht. Ah! Das ist. Warum bist du so schnell? Ne, das ist KI. Die erkennst du daran, dass sie ohne Licht fährt. Der Nachname Schwein heißt, okay. Ohne Licht, ich will mich einfach mal den anpassen. Ich hab Licht und weil alles an. Ja, BMWs haben ja Tagfahrlicht, dann siehst du ja. Die Ringe leuchten. Ah. Die leuchten Ringe, ja. Die Engelaugen. Puh, warum nicht am Kurbeln? Bist du immer noch vorne oder was? Nee. Ach, Kacke! Also halt, ja, im vorderen Abschnitt, aber oder vorderen Bereich oder vordere Krüppchen. Ich find's unfair. Was heißt unfair? Ich find's krass, wie die mit dem Mustang, was die für eine Pace gehen können. In der Kurve wirst du innen überholt. Ich bin hier nur am Querfahren. Pass auf, Lukas, es kommen gleich zwei wilde Mustänger von hinten angeflogen. Ja, ich angeflogen. Seh's gerade. Die Parallelflug, den wir machen. Meine Fresse, Herr Gesangsverein. Das ist leichter Regen. Und das ist gerade mal 80er KI. Was denkst du, wie die mit 100 hier abgehen? Die kennen dann gar keine Gnade mehr. Was, Regen? Quatsch. Drag-Reifen, Drag-Profil. Ja, Track-Profil. Beschleunigung ist alles. Ich rolle durch jede Kurve nur noch. Aber ich kann mich jetzt mit dem BMW gerade mithalten. Mithalten habe ich Gefühl, das Gefühl habe ich, kann ich auch, aber mehr halt auch nicht. Und es geht von hinten auf Druck. Wieso bremst du so früh? Jetzt und plötzlich bremsen die erzählt. Ey, sag mal! Gib Gas! Komm, dann schiebe ich halt, verpiss dich! Macht Janni den Scheibenwischer aus. Nein, es hat sich in die Wiese geschoben. Habt ihr auch das Video gesehen? In Project Cars kommen bald neue Regentropfen rein, ne?
Ja, aber ich glaube auch für die Konsolen oder nur PC? Ich schätze mal alles, das sollte ja wohl nicht das Problem sein, oder? Ja. Ich hoffe es zumindest. Ja, zum Glück halt, ne? Endlich neue Regen drauf, weil die gehen ja gar nicht. Ja, die gehen gar nicht. Ey, Lukas, wie kürzt denn du da ab? Ich habe gerade den Mustang mal ein bisschen beiseite geschoben, weil er mir wieder in die Karre gefahren ist. Das ist so krass, wie. Das ist wie so ein Geschwader, die um Lukas irgendwie drumrum eiern. Ja, ich bin doch die Fangirls. Ich bin vorhin nicht gewesen, weil ich den BMW hinten drauf gefahren bin, weil er zu langsam war. Die beiden Mustang-Fahrer sind echt nett. Ja! Das Geile ist, du kannst ja so schön reinwerfen, das Heck kommt hier die Kurve runter, das ist voll geil. Oh, komm rum! Geh weg mit deinem Mustang, geh weg mit deinem Mustang, geh weg mit deinem Mustang, geh weg mit deinem Mustang. Geh weg! Ja, klar, der überholt über die Wiese, du willst mich doch trollen. Ja, ja. Ich finde das so krass, was für eine Beschleunigung die einfach haben aus den Kurven raus. Der ist gerade echt eiskalt über die Wiese aus der Kurve vorbei. Ja, du bist halt zu langsam. Ich wurde übrigens gerade von dem Mustang ganz dezent abgeräumt. Wobei das war schon eng. Es war nur einer noch hinter mir. Ja, ja. Den anderen, den habe ich, mit dem habe ich da einen leichten Konflikt gehabt. Habt ihr den Konflikt gewesen lösen können? Ja, ich wollte halt innen vorbei. Er meinte, nö. Dann habe ich ihn leicht berührt und er hat halt volle Kanne gegengehalten und hat mich dann nur so bitte mitgenommen. Also mit dem möchte sie sich in der Ehe nicht streiten. Das kommt dann ein großes Echo zurück, heißt das. Ja, das ist halt nicht umsonst ein Mustang. Das heißt, du kriegst erstmal schön kräftigen Huf mitten in die Fresse. Gut, ich bin Platz 13. Wenigstens wäre ich diesmal 11, nicht letzter. Reihe 1. Gestartet. Respekt. Nee, auf 2. Komm! Ray, du machst dich unbeliebt. Mit dir will man nicht mehr spielen, das ist dir klar. Ja. Das ist scheiße. So. Ich flieg noch kurz vor Schluss ab und werde letzter. Ja, mach den Motor immer wieder kaputt. Ja, wo du überhitzt der Regen, da musst du echt schon viel provozieren, ey. Na gut, ich fahre halt die ganze Zeit eben da hinten. Naja, Windschatten kann man nicht sagen, weil der ist einfach in den Kurven 10-mal schneller. In Kurven, sage ich, auf dem Geraden 10-mal schneller. Wer ist denn auf Platz 1? Irgendein Aston. Ich glaube sogar so ein Hybrid vielleicht. Ich weiß es gar nicht, wenn der überhaupt mitfährt. Nee, ich fange glaube nur die V8 Vantage mit. Ah, dann ist ein V8. Schlimmste wäre jetzt, wenn jetzt das Regen aufhören würde. Weil ich habe keine Boxenstrategie für trocken. Ich auch nicht! Ich habe ein Problem, mein Hinterreifen. Aber ich glaube, das passiert wirklich. Mein Hinterreifen sind die ganze Zeit rot. Ja, dann haben sie dich entweder nicht auf Regenreifen rausgeschickt. Obwohl, doch. Ja, doch. Dann erst recht. Dann erst recht. Dann hast du vielleicht. Ich weiß nicht, was ich drauf habe. Vielleicht echt schon langsam weniger. Also ich habe auch das Gefühl... Hast du einen dritten Slot nur Regen und den vierten wieder klar, oder was? Nee, wir haben 3 Slots. Also, ja. Ach, du hast 3 Slots gemacht, nicht 4, okay. Also 2 bewölkt, 1 Regen. Also der Regen liegt dazwischen. Regen. Ich glaube auch, dass die... Ich habe auch das Gefühl, die Regentropfen... Nehmen langsam ab. Oh. Ja, ja. Das ist nicht mehr so hinterher sind auch die Gisch des Vordermanns ist weniger. Stimmt, hast recht. Oh, bitte nicht. Das könnte vielleicht mein Hinterreifen erklären, warum die gerade so am Limit sind. Jupp. Ja. Aber mit Ding würde ich trotzdem noch nicht rausfahren. Slicks. Kein Kusch, dass er immer noch genauso fahren, als wären sie voll in Ordnung. Ich habe ja so einen Briten mal gefunden, der hat, das habe ich auch schon mal in ein paar Videos angesprochen, der hat sich mal den Spaß gemacht und ist als Solder 150 Runden gefahren. Oh, nett. Ja, und er hat nicht einmal Reifen gewechselt. Er hatte gemeint, es gibt keinen Reifenverschleiß in Project Cars. Gibt es nicht. Auch die Unterschiede zwischen weicher und harter Mischung gibt es keine. Du kannst da einstellen, was du willst. Du bist mit harten genauso schnell wie mit weichen. Und dass es gar keinen Reifenverschleiß gibt, das ist schon lustig. Also, hat er zumindest gemeint. Also langsam habe ich wirklich das Gefühl, dass die KI das einfach echt nicht bockt. Ob es regnet oder ob das Wetter ist. Ja, weil jetzt ist weniger Regen und ich werde extrem langsam jetzt. Und der da vorne fährt einfach weiter seine Runden, also. Aber auf jeden Fall habe ich schon den Ginetta Junior überholt. Oder überrundet. Meinst du? Ja. Deswegen bin ich nicht ganz letzter, weil der Ginetta noch hinter mir ist. Alles klar, okay. Nein, jetzt erste ich Kurve, ich krieg's kotzen. Ich hätte die Illusion genommen hier. Und ich dachte, geil. Der kommt wieder, hau ab. Ja gut, wenn es aber trocken wird, haben wir auf jeden Fall eine Chance, da nochmal ranzufahren. Ja, gut, ich bin über die Wiese. Ich schlag hier gleich noch wen. Das gibt's nicht, ey. Da vorne, da geht eine Pace. Aber ich trau mich da immer noch nicht. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Angeschoben? Ups. Ich geh in die Box, wenn die in die Box gehen. Wetten, dass die gar nicht in die Box gehen? Die gehen doch nicht in die Box. Dann wird sich auch zu regeln nicht. Ups, hab ich den Muster angeschoben. Upsi.
Nee, das gibt's nicht. Ich war aber auch gerade. Ich bin 12. Sehr gut. Ich verstehe es nicht, warum ich mit dem BMW nicht mal ansatzweise Land sehe. Gut, man könnte ja sagen, ich bin einfach zu schlecht, aber dass wir einfach mal so 3 Sekunden oder so fehlen. Also C auf dem 10 ist auch ein BMW. Ja. Ich glaube, ich ja auch wirklich nicht. Im Trocknen war ich der schnellste BMW. Und jetzt im Trocknen für die KI komme ich auch nicht mehr hinterher. Das gibt's nicht. Oh, Faschendreher. Ey, wie der wegzieht und der hinter mir jetzt rangeflogen kommt. Also, wäre es lieber beim Regen geblieben. Ah, untersteuern, erste Kurve wieder. Ey, es ist zum Kotzen. Ich glaube, mein Hinterreifen ist einfach ein Bug gerade, die Anzeige unten spackt. Kannst mir nicht erzählen, sonst müsste ich mich ja nonstop drehen damit. Wenn du kannst, schalt mal um und guck mal, was die Reifentemperaturen machen. Ich weiß nicht, auf welche Taste das liegt. Ah, okay. Ach nee, ja, stimmt, da unten, warte, dann kann ich ja drehen machen. Weil wenn die über 100 Grad oder so sind, dann lösen die sich wirklich langsam auf. Bremsen, okay, wo sind die Gradtemperaturen? Das sind die Zahl da drüber, ne? Richtig, ja, die 3. 111. 111, okay, na dann. Vorne auf 94 und meine Bremsen sind bei allem bei über 300. Bei 300 ist okay. Yes, ich konnte die Fahrt wiederholen, weil am Ginetta hängen geblieben ist. Das heißt, wir werden gleich bei mir ein Überholmanöver sehen. Hast auch eins. Ja, ich hab dann auch eins, ich darf mich auch mal freuen. Ich kann überhaupt nicht. Nächster Reifen jetzt wieder grün, WTF. Bei mir gehen auch irgendwelche Lampen im Cockpit an, das irritiert mich ein bisschen. Das ist eine Öltemperatur, Wassertemperatur ist wahrscheinlich. Ich habe gerade Öl- und Wassertemperatur geht bei mir fast auf 130 Grad zu. Ich habe langsam Probleme damit, glaube ich. Ach du dummer Spotter, halt einfach das Maul. Will keiner hören. Sind ja schon ausfallig geworden, ey Gott. Überholmanöver. Ich bin erste Kurve rausgerutscht. Wieder untersteuern. Der Führende ist 3 Sekunden vor dir. Bla bla bla, hol ihn wieder ein. Oh, was? Ich habe mehr Aerodynamik. Alter, ich habe ein Schild gerammt. Willst du mich trollen? Ja. Die sind aus Blech. Mein Schild ist kaputt, weil ich ein fucking Werbeschild gerammt habe. Die sind hier aus Metall. Das ist kein Styropor. Die ersten Schilder sind ja aus Metall. Jetzt will ich jetzt selber gucken. Ich gucke nach außen. Das ist kein Aerodynamik-Schaden. Du kannst mich mal. Okay, mein Schild ist ein bisschen krumm. Ja, okay. Siehst du? Voll der Schaden. Lukas, du musst ja, rein. Ja, aber bei der GT4 sind jetzt Aerodynamik nicht alles. Oh, doch. Ja, gut, wenn da vorne die Frontschüsse kaputt ist, dann ist auch kein Abrissdruck mehr vorne. Das ist auch Mist. Ich bin pro Runde. Ach, scheiß drauf. Ich bin pro Runde, scheiß drauf. Oh mein Gott. Also die KI, so schön sie manchmal ist, aber die hat so krasse Schwankungen und beim Wetter hakt es halt endgültig aus. Ja, volle das Kanne. War jetzt einmal mal der Testlauf, aber ich glaube, so schnell fahren wir nicht mehr mit KI im Regen, weil... Vor allem jetzt, wo es so wirklich so nur noch so ein bisschen Tröpfel, die Strecke, keine Ahnung, was jetzt nass ist oder nicht. Ich kann da einfach nicht mitgehen, von der Pace her. Wo es geregnet hat, war es noch okay. Oh, meine Hinterreifen sind wieder komplett rot. Oh, kacke. Lukas, meine auch. Komischerweise sind meine vorhin rot geworden, als ich gebremst habe. Das irritiert mich ein bisschen. Ja, ihr müsst eigentlich blockieren, ja, eigentlich. Geht's ja gar nicht. Aber ich wegen 4 Runden fahre ich jetzt auch nicht mehr in die Box. Also bis auf den Crash mit. Ich über meine Öl- und Wassertemperatur schießen, sind beide bei 130 Grad. Das kann kritisch werden noch. 130? Das könnte eng werden, ja. Ich glaube, 120 ist normale Temperatur bei den Kollegen hier. Ja. Ist mir jetzt egal, 4 Runden pushe ich jetzt trotzdem noch weiter. Wenn er halt kaputt geht, ist er kaputt. Oh, in jede Kurve fahre ich quer rum. Das heißt, du aufputzt, Tom, ja, ne? Ja, ich komme ran. Ich habe das langweiligste Rennen überhaupt. Fahr einfach mal entgegengesetzt, hast du mehr Spaß? 136 ja, Grad, ja, 137 Grad Öl, also jetzt knallt der irgendwas durch bei mir. Oh, fuck. Also ich schätze mal, ich habe sowieso schon Leistungsverlust. Die kaputten Reifen machen mir das gerade nicht besser, aber die heißen Reifen. Fährt sich scheiße und der Wagen ist sowieso schon am Limit. Also ich fahre jetzt gerade die letzten Runden, waren alles persönliche Bestzeiten. Ich fahre meine Scheiße zusammen, das gibt's nicht. Neue schnellste Rennrunde. Alter, was? Siehst du hinten da plötzlich ab? Ich fahre jetzt gerade wie von allen Sinnen. Ich merk's. Wie der Regen lässt jetzt auch nach, also komplett, glaube ich. Also. Jetzt sagst du schon seit 3 Runden und jetzt sind wir noch nicht ganz weg. Ja, aber es wird noch weniger.
wenn es überhaupt geht. Ich bin ja gleich hier so extremes Untersteuerproblem aktuell. Hab mein Wagen schiebt wie bescheuert in jeder Kurve. Gut, ich hab meinen Wagen im Bus. Beim Frontantrieb normal. Ey, komm. Was macht der Motor? 138 Grad Öl, 136 Grad Wasser. Also ich soll voraussichtlich noch durchkommen. Aktuell fährt er noch. Ich habe auch keine Wölkchen hinter mir. Gibt's die? Ja, du siehst dann hinten Qualm, wenn der Motor kaputt geht, siehst du Qualmwolken raussteigen immer wieder. Ja, das siehst du, ab dem Moment musst du runterfahren. Ich hätte es auch im Stream nicht auch mit dem Fettling fahren. Da habe ich auch noch 4 Runden geschafft, weil ich jedes Mal einfach ein bisschen früher hochgeschaltet habe, den Motor geschont habe. Da kannst du ihn ja runterschieben. Ja, aber wird im Rückspiegel überhaupt noch Rauch angezeigt? Ja, die Qualmwölkchen schon, soweit ich das weiß. Oder wenn ich halt umguckst, muss ich halt ab und an mal kurz nach hinten schauen, dann siehst du nicht, okay. Wir sind da. 140 Grad, das ist immer noch alles gerade im normalen Bereich. Eher so, für mich. Oh Gott, ich fahre die erste Kurve so sanft an. Mit 90 km/h und ich rutsche trotzdem fast raus. Motorschaden, Ende, das war's. Echt jetzt? Ja, bei 138 Grad hat es jetzt gerade durchgesetzt, da war's das. Ach Lukas, ich habe mich jetzt so gefreut, dass wir echt noch in den letzten Runden ein Battle haben hier. Oh, Alter, wieder Qualm, Halleluja. Ah, fuck. Ja, das kann ich mir jetzt wirklich vorstellen, durch die Scheißschild, dass der Aerodynamikschaden mir nicht mehr Aerodynamikschaden besorgt hat, sondern auch die Kühler durchgesetzt hat. Hab ich doch gesagt, fahr rein. Aber du, brauch ich nicht. Ich bin Mann. Ja, ist doch so. Da wusste halt, dass keine Radmuttern mehr vorhanden sind. Das ist nicht lustig, das ist ein Trauma, Alter. Das ist ein Trauma. Träumchen. Für mich ist die ganze Zeit jetzt links abgekommen, Rundenzeit ungültig. Danke, die mobbt mich halt noch weiter. Was ist denn eure schnellste Runde? Das wird nichts mehr mit der schnellsten Rennrunde jetzt. Schaltet mal euer Motec um, was ist denn die schnellste Runde, was ihr gefahren meine seid? Beste Runde war eine 1.17.7.8. Deins ist 1.14.4 und der Beste vorne fährt eine 1.13.7. Ja, das ist... Was ist 1.13? Bei mir wird angezeigt, meine beste Rennrunde ist eine 1.17. 1.17.6 hast du, ja. Warum sagt denn der Spotter, this is the fastest lap of the race? In welcher Liga? Deine. Ich glaube, es ist Mai, davon entfernt. Das ist ja der scheiß Multiplayer. Das geht immer nur, oder zählt immer nur deine Runde, was er da erzählt. Ja. Ach, schön. Das heißt, ich erzähle, dass er Regen hat. Ja. Ey, aber wo soll ich hier mit dem Beamer 4 Sekunden rausholen? Wo? So, ich guck hier mal ein bisschen zu, ne? Ja, gern. Ich meine, ich fahre jetzt meinen besten Willen. Also, ich komme nicht langsam vor. Du warst ja nicht lang, du bist da rangekommen. Okay, aber ich schätze mal, bei mir war es in letzter Runde natürlich, denke ich mal, aus der Motor schon ein Backup. Ja, klar, der hat sie weniger Leistung. Gut, die, natürlich dadurch, dass die Reifen zu warm haben, die natürlich öfters durchgedreht, dadurch wird der Motor natürlich auch höher gedreht. Das ist schon natürlich auch nicht ungemein. Ja. Da hatte ich alles ganz beschissen dafür. Den Optimismus von dem Spotter, den will ich auch mal haben, ey. Hast du denn gesagt? Ja, so von wegen, ich soll nochmal hier in der letzten Runde nochmal angreifen. Wir haben einen Schrein für dich erbaut oder sowas. Oh, fuck jetzt. Ich glaube, ich verliere noch einen Platz. Bin gerade abgeflogen. So leicht. So leicht. Ja, halt mal so ein bisschen das Grün, die Wiesen ein bisschen. Gut, meine Reifen geben jetzt auch langsam kompletten Sinn auf hier, weil es hat auch aufgehört zu regnen. Nee, hat's nicht. Doch, bei mir hat's aufgehört, bei mir scheint die Sonne. Doch auf dem Boxi-Monitor. Ja, es tröpfelt noch, aber die Scheiben werden nicht mehr nass. Die Sonne das scheint jetzt noch, aber die Scheiben werden nicht mehr nass, das ist so zusammenhangslos. Ja. Alter, da greift wirklich noch an in der letzten Runde. Alter, verpiss dich, ich fahr jetzt Kampflinie. Okay, da muss ich gleich mal gucken. Das sehe ich ja nicht, warte. Way. Alter, ich hab fast eine Runde Rückstand. Ja, verpiss dich! Alter, die haben so eine Beschleunigung. Nein. Schön hinten dran bleiben. Ach ja. Guck, ja, meine Reifen. Spannendes Rennen. Ja, meine Reifen kühlen wieder ab. Finde ich gut, obwohl ich wesentlich härter rangehe jetzt. Ist bei mir auch so gewesen. Das ist total sinnlos. Du brauchst nicht drauf eingehen, das passiert einfach. Es sind aber bloß bunte Bildchen, ne? Ja, die sind schön. Okay. Ja, das würde ich mir für den zweiten Teil wünschen, so ein Übergang. Nicht nur rot und grün, sondern so gelb und sowas, so Übergänge. Dass so du so orange, ungefähr einschätzen kannst, genau. Pusht gerade zu viel, pushe ich gerade zu viel, dass du eben wieder vom Gas gehen kannst, anpassen kannst. Wenn es rot ist, ist es halt schon zu spät. Ja, was ich halt noch wünschen würde, wäre halt so eine Anzeige, wie auch die Reifenabnutzung und so ist. Ich meine, klar, das hat ein echter Fahrer auch nicht, aber... Ja, oder der Spotter wissen durchgeben, wenn er sagt, kritische Reifenabnutzung, komm mal rein oder sowas, dass sowas mal durchgegeben wird. Genau, oder wenn gut, man so Nachtfuß fährt, das halt. Ja, ich würde mir wünschen, dass der ganze Scheiß wenigstens erstmal funktioniert. Ja. Scheiß auf bunte Bildchen oder irgendwelche Temperaturen. Ich arbeite ja sowieso sehr viel mit Multec zusammen. Da kannst du ja sehen, wenn die Temperaturen hochgehen. Aber, also... In der Hinsicht muss das Spiel ja loben, dass du überhaupt mit sowas zusammenarbeiten musst. Es gibt ja kein richtiges Rennspiel, wo es aktuell überhaupt nötig ist.
Zumindest wüsste ich jetzt keinen so. Alter, ich habe fast eine Runde Rückstand gehabt. Das ist ja so peinlich. Yay! Yeah. Drei Runden Rückstand. Glückwunsch an den Mikael, wie der, was auch immer. Ich bin schon vor 3 Minuten ausgefallen. Ja. Oh Mann. Oh, guck mal, ein BMW sogar auf Platz 4 noch rübergefahren. Geht's in die Lobby raus? Nee, jetzt geht's einfach in die Lobby wieder rein. Achso, meine ich doch. Lobby, ach. Ja, auf jeden Fall, also die KI ist gut. Vor allem im Regen. Du, die können auch bei Nacht ohne Scheinwerfer fahren. Ich kenne das ja eigentlich so bei Rennspielen, wenn es irgendwo Regen gibt, dann ist die KI richtig schlecht. Zum Beispiel jetzt Formel 1 oder so, die ersten Ableger von Codemasters, da war das ja echt so, wenn es geregnet hat, bist du ja wie Gott gefahren. Aber hier ist es ganz anders. Hier gibt es einfach keinen Regen für die. Hier gibt es ganz viele Götter auf der Strecke, nur nicht dich. Ja. Nur du nicht, ja. Oh, sehr schön. Guck zu und glaube. Gut, das war wieder mal, nennen wir es einfach mal, eine Erfahrung mehr. Auf jeden Fall sind wir mal GT4 gefahren. Wir finden schon noch eine Klasse, wo wir einfach alle scheiße sind. Und wenn wir die gefunden haben, dann bleiben wir da dabei. Ja, ich glaube, beim letzten Mal, wo wir das längere Rennwochenende gemacht haben, lang ist her, da wurde, glaube ich, mal in den Kommentaren irgendwo bei einem von euch oder bei mir, ich weiß gar nicht mehr, mal vorgeschlagen, dass wir die alten DTM-Fahrzeuge mal fahren sollen. Das können wir das nächste Mal machen. Ja. Ja, machen wir das nächste Mal eine alte DTM mit dem Ford Sierra, den Mercedes 190er Evo und den guten alten M3. Vielleicht finde ich ja einen BMW, mit dem ich mal vorn mitfahren darf und nicht hinten rumdümpeln. Das kann nicht sein. Aber ich bin schneller geworden. Ich bin nicht mal letzter geworden. Das ist richtig, ja. Ich bin schneller geworden. Und ich bin letzter geworden. Genau. Und der Lukas hat sein Auto kaputt gemacht. Und das, obwohl ich doch gesagt habe, Lukas, fahr rein. Wegen dem fucking Styroporschild. Das ist ein Metallschild, wo du reingeballert bist. In der ersten Kurve, da wo Project Cars links ist, wo du rein bist, das macht nicht Puff, sondern macht Pling. Und Pling macht nur Metall, aber nicht Styropor. Das weiß ich jetzt das nächste Mal, dass ich die großen Schilder nicht mitnehme. Ja. Yeah. Ja. Also die machen Splatter, dann ist okay. Aber wenn nix Splatter, dann ist es stabil und dann nicht gut fürs Auto. Die machen mir auch einen Kühler kaputt. Nächstes Mal reißen die mir einfach die Servolenkung. Das stimmt. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr habt ja so eine Dreierkonferenz jetzt hier gehabt. Könnt ihr überall nochmal kicken. Und bis zum nächsten Mal, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, alte DTM und so. Genau. Ja. 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 Geil. Also. Bis zum nächsten Patch von Project Cars. Ja. Also, ciao, ciao. Das ist Project Cars 2 2019. Ja, dieses Project Cars, ja. Okay, tschüss. Okay, tschüss.